Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Goodbye Deponia. So, wir sind jetzt beim letzten Mal, wenn ich mich recht erinnere, waren wir in der Klonfabrik, haben Rufus und Hermes zerschreddert, damit wir dreimal Rufus kriegen. Einer ist jetzt mit Baby Gold in der Kanalisation, einer ist hier bei den Bosos und der dritte. Sieh mal einer an. Ich bin direkt am Fuße der oberen Aufstiegsstation gelandet. Dem Sitz der Organon-Hauptverwaltung. Und dem Ankerplatz des letzten Hochboots nach Elysium. Also ab jetzt sollte ich vorsichtig sein. Also noch vorsichtiger als sonst. Hier wimmelt es ja geradezu von Organonen. Sie ziehen sich offenbar aus der Stadt zurück. Was haben die nur vor? Vielleicht kann ich sie belauschen. Los, beeilt euch! Da sind immer noch Kisten, die mit nach Elysium sollen. Nein, nicht die dort. Die soll zur dritten Zwischenebene. Okay, der Organon will also noch Elysium. Wundert mich jetzt nicht. Gulli? Huhu, Korridor! Keiner da. Okay. Dann gehen wir doch mal durch das Rohr. Einmal in das tiefe Harte. Okay, ich höre schon auf. Jetzt sind wir hier. Hier war ein Knopf. Was ist das? Und zum Abschluss unseres heutigen Programms habe ich noch einen ganz besonderen Leckerbissen für euch. Ihr kennt ihn alle. Ihr liebt ihn alle. Und hier ist er nun mit seinem aktuellen Smash-Hit. Cowboy Dodo mit Schau mich an. Eine solarbetriebene Leuchtreklame. Sehr fortschrittlich. Aua, 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 aua. Sorry, sorry, sorry. Was war das jetzt? Das ist doch ein Effekt. Kist. Oh, schau mich an, schau mich an. So ein blöder Fatzke. Oh, was soll's? Solange dieses Gejaule den Wachmann ablenkt, soll's mir recht sein. Okay, ach du Schande. Das ist doch Zeitverschwendung. Ich sollte lieber eine Kiste finden, die nach Elysium geht. Was? Das ist doch Zeitverschwendung. Ich sollte lieber eine Kiste finden, die nach Elysium geht. Kiste. So ein Quark. Die ist mit einem Nummernschloss gesichert. Kiste? Elender Murks. Die ist zu klein, um mich darin zu verstecken. Die? So ein Quark. Die ist mit einem Nummernschloss gesichert. Was ist mit der? So ein Quark. Die ist mit einem Nummernschloss gesichert. Das ist doch Zeitverschwendung. Ich sollte lieber eine Kiste finden, die nach Elysium geht. Die Aufstiegsschutz... Vergiss es. Ich würde dem Wachmann direkt durchs Sichtfeld laufen. Scheibenkleister. Solange da was draufsteht, bekomme ich die nie auf. Das ist doch Zeitverschwendung. Ja, ich sollte lieber eine Kiste finden, die nach Elysium geht. Das war die schon. Ich muss wohl eine andere Kiste finden. Scheibenkleister. Solange da was draufsteht, bekomme ich die nie auf. Das Fass ging auch nicht, ne? Das ist doch Zeitverschwendung. Ich sollte... Ja, ja. Hier ist gar kein Etikett drauf. Ich muss wohl eine andere Kiste finden. Okay, ich glaube, hier kommen wir momentan weiter. Gehen wir da mal rauf zu Boso. Da bist du ja. Komm, genug an der Matratze gehorcht. Raus aus den Federn. Sag mal, was ist denn mit dir los? Hau ab! Aber wir müssen doch ins Rebellenlager. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Oh, so. Oh, Backe. Okay, was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Eine ärztliche Überweisung zur Therapie. Na, sieh mal einer an. Ich wusste ja immer, dass er plemplem ist. Jetzt haben wir es schriftlich. Ist hier sonst noch etwas? Boto und ein Sparschwein.
Ja, ja, schon gut, alter Brummbär. Okay, Boso will also gerade nicht. Das nutzt schon gar nicht mit dem richtig zu sprechen. Feuerwehranzug? Dieses Ensemble würde mich garantiert hervorragend kleiden. Und solange niemand Wichtiges zuguckt? Es brennt, es brennt! Oh, ich komme! Tatü, tata! Ui, guck mal, Mook! Das ist so putzig! Baby Boso spielt mit der Feuerwehruniform von seinem Cousin David! Unsinn, Frau! Das ist nicht Baby Boso, sondern ein verirrter Landstreicher. Oh, du hast recht. Ach, ich wusste, es war ein Fehler, den Optiker beim Bingo zu beschummeln. Okay, Wäschespinne? Nierdress? Okay, einmal noch. Ja! Ui, guck mal, Mook. Baby Boso spielt mit dem Ninja-Dress von seinem Cousin Alec. Unsinn, Frau. Das ist doch nur wieder dieser Landstreicher. Meinst du? Oder bekommt er auch keinen Koffeinlutscher? Strampelanzug. Muss das wirklich sein? Ah, na gut. Brave. Ui, guck mal, Mook. Da ist ja Baby Boso. Na, Baby Boso, möchtest du noch einen Koffeinlutscher haben? Du sollst dem Baby doch keinen Koffeinlutscher geben, Frau. Da nimmt es nur wieder Reis aus. Oh, du kannst immer nur meckern, Mook. Das Kind muss doch etwas essen. Wie soll es sonst jemals so groß und stark werden wie sein Bruder? Oh Himmel, ich hoffe doch sehr, dass Baby Boso nicht nach diesem weinerlichen Nichtsnutz schlägt. Er sollte sich lieber ein Beispiel an seinen Cousins nehmen. Die haben wenigstens etwas aus ihrem Leben gemacht. Hör nicht auf den garstigen alten Mann, Schatz. Hier, du bekommst einen Koffeinlutscher von mir. Wow, das war peinlich und aufschlussreich zugleich. Ein bisschen wie meine Schulzeit. Ich weiß schon, warum ich nach der zweiten Klasse abgebrochen habe. Wundert mich jetzt ganz und gar nicht. Porta Fisco Alarv? Okay. Jetzt haben wir einen Lutscher und eine ärztliche Verweisung. Können wir dem Baby den Koffeinlutscher geben? Ich meine, wurde jetzt auch genug gesagt. Ja. Möchtest du einen Lutscher haben? Hey, wer wirft denn da mit Gegenständen? Was war das überhaupt? Das muss hier irgendwo rumliegen. Ah. Ein süßer Fratz. Ach ja, ich wäre so ein guter Vater. Ich frage mich, ob meine Gutartigkeit eigentlich irgendwelche Grenzen hat. Ja, wo ist er denn auf einmal geblieben? Hey, das ist nicht lustig. Vielleicht doch ein wenig. Können wir jetzt hier weiterkommen? Spalte? Das ist... Bitte was? Ein Schnuller? Fühlt sich zumindest wie ein Schnuller an. So glitschig und schnulleresk. Der Schnuller von morgen. Na dann. Nuller. So, gut. Das sollte sie vorerst zum Schweigen bringen. Na dann. So. Na, hab ich dich. Okay. Na dann. So. Na, hab ihn. Okay. Wenn ich den Stock dieser Spalte reibe, könnte sich vielleicht ein Feuer entzünden. Und alles, was man dafür braucht, ist ein wenig Zunder. Okay, also brauchen wir nur noch hier Gestrüpp. So, das Gestrüpp steckt in der Spalte. Und nun? Das hast du gerade gesagt. Also einmal den Ast nehmen und hey, Zunder. Na klar, so kann ich Feuer machen. Jubilate! Gibt es überhaupt etwas, das ich nicht in Brand gesteckt bekomme? Sag doch mal selbst, Goal. Goal? Oh.
Zum Totlachen. Nur damit du im Bilde bist. Das war alles geplant. Und überhaupt. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Wir müssen diese Dingensäure finden, um dich wieder zu einem echten Menschen zu machen. Mir ist jetzt gerade was aufgefallen. Ich glaube, ich habe es eben aus Versehen, als ich die Effekt... Na? So, jetzt sollte es passen. Ich glaube, ich habe eben aus Versehen die Effekte ausgemacht. Wenn du wieder groß bist, werde ich dich nie wieder töten, dreiteilen oder in einen Säugling verwandeln. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Ach, Goal, du verzeihst mir alles. Das mag ich so an dir. Was ist da? Irgendwas bewegt sich da hinten. Wie bitte? Nennst du mich etwa einen Angsthasen? Du kannst ja gerne selber nachgucken, Fräulein Großmaul. Siehst du? Drehkreuz? Ach ja. Eine Sache noch. Bevor ich dort in der Finsternis für etwas Erleuchtung sorge, stell dich immer zwischen mich und die menschenfressenden Monster. Wir wollen ja nicht, dass mir was passiert. Oh Gott. Ich staune immer wieder, wie dämlich diese Organons sind. Und jetzt, nach dem einmaligen Erfolg von Schau mich an, ist es uns eine Freude, die erste exklusive Hörprobe seiner neuen Single präsentieren zu dürfen. Freuen Sie sich mit uns auf Cowboy Dodo mit Schau dich um. Oh Gott, jetzt auch noch die B-Seite. Okay. Sorry, das... Wieso wird das so laut? Schaut euch bitte mal die Einstellungen an. Ich kann das ja nur so runterpegeln, ne? Also sorry, aber ich verstehe es nicht. Ja, es ist ja natürlich super. Es tut mir furchtbar leid, aber... Mann! Oh Mann, das ärgert mich jetzt gerade richtig. Was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir hier Rusty? Sitzt. Platz! Na hören Sie mal, wir sind doch keine Hunde. Das kann man wohl sagen. Hunde sind intelligent. Und verstehen einfache Kommandos. Gretchen? Platz! Na hören Sie mal, wir sind doch keine Hunde. Das kann man wohl sagen. Hunde sind intelligent und verstehen einfache Kommandos. Was ist jetzt mit ihm passiert? Oh. Aufgegriffen. Noch ein? Aber das ist ja wieder derselbe. Er muss irgendwie entkommen sein. Hä? Ich bin doch zum ersten Mal hier. Sehr lustig. Los, sperrt ihn zurück in seine Zelle. Okay, er ist im Kitchen. Okay. Was haben wir jetzt hier in der Decke? Du bist einer meiner Klone, ne? Als Cletus verkleidet. Oh, bitte. Sag nicht, dass es dich jetzt mehrfach gibt. Sehr gut. Da beherrscht einer seine Rolle als schwieriger Popan. Ja, nicht wahr? Genau. Aber wenn du ich bist, wie haben sie dich dann schnappen können? Wahrscheinlich so wie dich. Ich wurde viel lässiger geschnappt. Außerdem habe ich schon einen Plan, wie wir herauskommen. Gib dir keine Mühe, ich habe schon alles versucht. Tja, aber ich habe noch ein paar neue Tricks auf Lager, die du noch gar nicht kennst. Obwohl wir dieselbe Person sind? No. Beobachte mich und lerne. Okay. Schrecklich in der Gefängniszelle? Man kann es mit dem Shishi ja auch übertreiben. Okay, offensichtlich Rufus. Und? Wo bleibt denn jetzt deine super-duper-hyper-Rettungsaktion? Entspann dich, ne? Ich werde uns in Nu befreit haben. Zellwart. Hallo. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Ich hab Hunger. Ich habe Hunger. Das liegt wohl daran, dass du dein Frühstück nicht angerührt hast. Warte, ich öffne den Essenschacht.
Ich muss mal. Schon wieder? Na gut. Aber verplemper nicht wieder so viel Klopapier. Wir haben das Lager schon aufgelöst. Heißt das, wenn irgendwer die Planetensprengung verhindern würde, hätte der Organon kein Klopapier mehr? Das mag man beklagen, aber so sieht es aus. Boah, wenn das keine Motivation ist, Deponia zu retten, dann weiß ich auch nicht. Ich will meinen Anwalt sprechen. Dein Anwalt? Wer soll das sein? Eigentlich wollte ich mich selbst verteidigen. Na gut, dann sprich halt mit dir selbst. Aber nicht länger als 10 Minuten, verstanden? Ich verlange eine saubere Zelle. Das ist eine saubere Zelle. Und ich bin sehr stolz darauf. Wir verfügen hier über die neueste Reinigungstechnik. Die Decken sind fusselfrei, der Klostein schmutzabweisend und ich habe gerade erst vorhin den Teppich schamponiert. Wow, das Leben im Dienste des Organon macht ziemlich einsam, was? Du hast ja keine Ahnung. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich bin krank. Das stört mich nicht. Zumindest solange du nicht auf den Teppich kotzt. Ich will hier raus. Vergiss es. Ach, nichts. Dann stör auch nicht. Okay, jetzt haben wir das Frühstück. Dann wollen wir doch mal gucken. Kaffee, ein Bagel und Pfeffer. Wie jetzt? Keine Marmelade? Das verstößt ja gegen die Genfer Konvention. Okay, eine Zahnbürste. Zahnpasta. Was haben wir noch? Ein Klostein. Was haben wir denn da? Ein Klostein. Ganz schön unbesonnen vom Organon, mir dieses Kleinod chemischer Kriegsführung in die Zelle zu legen. Okay, ich gehe davon aus, wir haben jetzt wieder Trick 57. Das ist zwar ein lausiger Ersatz für eine Pastete, aber na gut. Der Hunger treibt's rein. Okay, Zahnpasta. Pfeffer. Können wir noch Kaffee nehmen? Frühstück? Wo sind die pappigen Kartoffelchips? Okay, Zahnbürste. Das heißt, man soll sich nach dem Essen die Zähne putzen. Aber niemand sagt einem, wie lange danach. Kleiner Tipp. Je länger man damit wartet, desto mehr Mahlzeiten kann man mit einem Mal abdecken. Alles klar, das war jetzt schon ein bisschen widerlich. Haben wir jetzt alles hier? Da würde ich sagen, hier, Rufus, hier ist ein Bagel. Was soll das darstellen? Das ist alles Teil meines Fluchtplans. Ein Bagel? Was hast du vor? Ist es eine Metapher dafür, dass du dich verkrümeln willst? Du weißt schon, dass das nur eine Redewendung ist, oder? What's up? Noch sind das alles ungebackene Brötchen. Teppich? Wenn ich diesen Bagel esse, werde ich Ihnen ostentativ den Teppich vollkrümeln. Das wird Ihnen eine Lehre sein, sich niemals mit Rufus anzulegen. Warte mal. Wir sind ja wieder beim Organon, ne? Kaffee? Putzibot, alter Staubsaugerbeutel. Schön, dich wiederzusehen. Hey, begrüßt man so einen alten Kumpel? Sowas. Staubbeutel? Jetzt habe ich die letzte Zutat. Und einmal guten Appetit. Was soll das darstellen? Na was wohl? Unser Ticket in die Freiheit. Du wirst diesen präparierten Bagel essen und eine Krankheit vortäuschen, was dir dann nicht sehr schwer fallen wird. Und wenn sie dich dann auf die Krankenstation bringen, schlüpfe ich aus meinem Versteck und würde uns retten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Du wirst den Bagel essen und ich werde uns retten. Ja, warum eigentlich? Ohnehin einen mächtigen Kohldampf. Nein, warte. War das etwa ein Trick, um dir meine Portion zu erschleichen? Das könnte dir so passen, du Halunke. Gib sofort den Bagel heraus. Oh Gott. Was hast du getan, du widerwärtige Kanalbazille? Hast mich vergiftet! Bravo! Sehr überzeugend. Das habe ich dir gar nicht zugetraut. Aber spar dir die Schauspielkünste für den Wachmann auf. Vor allem die Gesichtsfarbe. Die ist super.
ich das sein? Wer denn sonst? Warum verstellst du deine Stimme? Vertrau mir, wo ich doch so ein hervorragender Stimmenimitator bin. Ja, aber... Was ist denn jetzt schon wieder? Wenn du noch weiter so rumnervst, werde ich... Ach, das ist doch ein verdammter Idiot. Was hast du mit meinem schönen Teppich gemacht? Ab auf die Krankenstation mit dir, aber sofort. So, und jetzt die Zelle lüften. Das war ja einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Nur schade, dass es nicht zu der Verfolgungsjagd auf Jetskis gekommen ist. Alles klar, und wie es jetzt weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Nur zur Info, ich stelle es auch wieder alles ein, wie es vorher war. Also, bis dann.